Agriculture and Rural Development, so steht es hier auf Ihrer Liste in der Europäischen Kommission in Brüssel. Und sie spricht zum Thema Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Maßnahmen zum Risikomanagement, Formen der Zusammenarbeit, marktwirksame Maßnahmen, Kreditwürdigkeit und einiges mehr. Bitte sehr. Buon pomeriggio a tutti, io sono Katrin Rudolph, parlo oggi qua al nome della Commissione Europea, vorrei cominciare ringraziando i due consorzi di difesa di Trento e Bolzano per l'invito. La presentazione sarà in lingua tedesca, quindi invito tutti a mettersi le cuffie e ci auguro un pomeriggio interessante e grazie mille. Also meine Aufgabe besteht heute, Ihnen ein wenig den Kontext, in dem Risikomanagement in der Landwirtschaft von sich geht. Welche sind die Einflussfaktoren? Wie sind die Entwicklungen auf globaler Ebene? Warum braucht es sowas überhaupt? Daraufhin werde ich einige Worte zu den Instrumenten der neuen gemeinsamen Agrarpolitik, die ja anfangs schon von Herrn Dr. Dorfmann genannt wurden, eingehen. Falls noch Zeit verbleibt, wurde ich gefragt, ob ich auch einige Worte zu Zugang zu Kredit und Innovation verlieren könnte. Und zum Schluss hätte ich gern noch einige Anmerkungen zu, was erwartet uns jetzt als nächste Schritte, angemerkt. Wenn wir von Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe reden, dann kann man zwei große Einflussfaktoren herausarbeiten. Zum einen ist es die Entwicklung des politischen und wirtschaftlichen Umfelds, nicht zuletzt die EU-Erweiterungen, die den Binnenmarkt nicht nur um einige Länder reicher gemacht haben, sondern auch intensiviert haben, die Handelsabkommen, die auf internationaler Ebene im Rahmen der Welthandelsorganisation und jetzt zunehmend bilateral in Diskussion sind, aber auch die Entwicklung der Nachfrage auf Weltniveau. Wir kennen alle die FAO-Zahlen, aufgrund derer bis 2050 ungefähr die Produktion um 60% im Verhältnis zu dem Niveau von Mitte 2000er Jahre ansteigen sollte. Was damit mit sich kommt, ist natürlich nicht nur ein Wachstum der Nachfrage, sondern auch die Zusammensetzung der Nachfrage wird erwartet, dass sie sich aufgrund einer zunehmenden Urbanisierung der Weltbevölkerung und einer zunehmenden Nachfrage, die sich auch am westlichen Lebensmodell orientiert, sprich proteinreicher und dementsprechend die Produktion beeinflussen wird. Ein anderer Einflussfaktor, der dazu sicherlich gehört, ist die Entwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik. Wie wir schon von Dr. Dorfmann gehört haben, hat sich hier über die letzten Jahrzehnte einiges getan. Es ist zunehmend weniger an Marktintervention im Sinne von der Ausfuhrrückerstattung, die hier in Roten sind. Sie sehen, dass die sind tendenziell in Abnahme. Es wird auch darüber verzichtet, dann die Mindestpreise, also Mindestgarantiepreise. Also diese Art von Maßnahmen, die wurden zugleich mit einer Entkoppelung der Direktzahlung, die wir hier in Blau sehen, obwohl das natürlich das Niveau auch über die nächsten Jahre konstant bleiben wird. Und das ist, glaube ich, einer der großen Erfolge, die man aus der Reform von der gemeinsamen Agrarpolitik mitnehmen kann. Aber die Marktintervention seitens der Politik wird zurückgefahren zugunsten von neuen Sicherungs- und wettbewerbsfördernden Instrumenten, auf die ich später genauer eingehen werde. Was schließen wir daraus? Wir schließen daraus, dass die europäische Landwirtschaft zunehmend in globale Märkte integriert ist. Das bringt neue Chancen mit sich. Wir hatten vorher gehört, den Erschluss von neuen Märkten, die sich teilweise dann auch Risikomärkte entwickeln, Stichwort Nordafrika. Aber zunächst möchte ich mal eine positive Nachricht hier zeigen. Das sind also die Entwicklungen der Agrar- und Lebensmittelexporte über die letzten 10 Jahre. Also wir haben hier die Rohstoffe, dann haben wir die bis zum Endprodukt und
Ober der Null sind also die Ausfuhren und unterhalb die Einfuhren. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass aus europäischer Perspektive seit 2009 mehr exportiert als importiert wird. Im Jahre 2013 ist dieser Zuwachs auch, obwohl Europa ein klassischer Exporteur von Produkten, also Endprodukten mit mehr Mehrwertsteigerung ist aber dieser Anstieg auch sehr stark durch die Weltnachfrage für Rohstoffe, insbesondere Getreide, getrieben worden. Also es gibt auch rein für Agrarerzeugnisse Potenzial. Und inzwischen ist gemessen also an der Zusammensetzung der gesamten Produktexporte Europas die Agrar- und Lebensmittelproduktion der viertstärkste Sektor nach Maschinenbau, Chemie und Pharmazie. Und ich glaube, das ist eine positive Nachricht. Mit den Chancen kommen die Herausforderungen. Vorher wurde schon von der Entwicklung der Preisstabilität gesprochen. Dazu möchte ich nur das hier zeigen. Das ist also für eine Reihe von wichtigen Agrarerzeugnissen, Weizen, Mais, Rindfleisch, Magermilchpulver, Butter und Käse, die Entwicklung seit Anfang 2000. Was sieht man hier? Die Hauptmitteilung, die ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, dass Sie sehen, die Preise sind also bis Mitte, Anfang 2006 an sich die Bandbreite der Entwicklung relativ stabil im Verhältnis zu der Preisentwicklung, die sicherlich für einige Produkte der Trend nach oben geht, aber insgesamt sehen wir, dass sowohl im Stieg und Fall der einzelnen Agrarpreise als auch in der Frequenz dieser Ansteigungen und Fälle die Stabilität nicht mehr gegeben ist. Dazu kommen natürlich noch die Preise der sogenannten Inputs, also die Produktionskosten. Hier sage ich nur Stichwort Futtermittelpreise und Preise für Düngemittel. Über diese Preisentwicklungen sehen wir auch einen verstärkten Einfluss von Faktoren, die außerhalb der Landwirtschaft liegen, zum Beispiel vom Rohölpreis, auf Grundlage dessen ja solche Produkte auch fabriziert werden. Wir sehen auch, dass mit der Erschließung neuer Märkte natürlich das Potenzial für die Landwirte auch vom Wechselkurs und sonstiger Marktgegebenheiten vor Ort oder politische Stabilität abhängen. Und nicht zum Schluss ist eine Frage der Positionierung der Landwirte innerhalb der Lebensmittelproduktionskette an sich. Und die Frage, wie viel vom Mehrwert, der dann zum Schluss für den Konsumenten innerhalb der Supermärkte zur Verfügung steht, wie viel kommt da wirklich beim Landwirt an. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass neben den wirtschaftlichen und politischen Einflüssen ein zweiter Faktor natürlich, der zweite große Faktor, der Einfluss hat auf die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe. Das ist die Frequenz und Intensität und Arten aller Art von Folgen, die mit dem Klimawandel und in Folge auch der Entwicklung des Wetters zu tun haben. Hier ist vor allem zu sagen, dass wir sehen es hier an diesem Schaubild, dass die Folgen, zwar die observierten und die vorausgesehenen Folgen in Europa recht unterschiedlich verteilt sind. Wir haben Klimazonen, also der alpine Bereich wäre dann hier, aber auch der mediterrane Bereich, bei denen eine unterschiedliche Ansteigung der Temperatur oder Sachen wie die Verschiebung von Produktionsmöglichkeiten in den verschiedenen Höhenlagen und so weiter, das sind alles Faktoren, die die Landwirtschaft in Zukunft beeinflussen werden. Kurz gesagt, die Unsicherheiten, die mit einer zunehmenden Integration in globale Märkte, die aber auch, nochmal betont, Potenzial mit sich bringen und auf derer wir aufgrund der internationalen Gegebenheiten auch nicht verzichten können, und der Klimawandel, der vor Grenzen keinen Halt macht, die sind sicherlich als Rahmenbedingungen in Zukunft nicht mehr wegzudenken.
Welche Mittel hat nun die gemeinsame Agrarpolitik, dem entgegenzusetzen? Hier möchte ich kurz eine Klammer aufmachen für all diejenigen unter Ihnen, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag Brüsseler Presse lesen. Die gemeinsame Agrarpolitik beruht auf Vorschlägen, die Kommission, die Europäische Kommission 2011 vorgelegt hat. Die wurden dann mit dem Gesetzgeber, sprich dem Europäischen Parlament und dem Ministerrat verhandelt. Und die gemeinsame Agrarpolitik ist für einen Teil zum 1. Januar 2014, aber wird vollständig ab dem 1. Januar 2015 in Kraft treten. Sprich, wie Herr Dr. Dorfmann vorher schon gemeint hatte, wir sind jetzt in der Phase, wo der Rechtsrahmen auf der EU-Ebene praktisch abgeschlossen ist und die nächsten wichtigen Programmierungen und strategischen Überlegungen finden dann im Gespräch mit den Mitgliedstaaten und den Regionen statt. Das hindert mich jetzt aber nicht, Ihnen zu sagen, was sozusagen das Resultat von diesen Verhandlungen war. Ich habe hier auf Anfrage eine Auswahl getroffen, wie gesagt, das Risikomanagement und die Finanzinstrumente und die Innovationsförderung. Ich werde jetzt mit einem anfangen, wenn Herr Daum mir dann den gelben Apfel vor die Nase hält, dann werde ich dann gleich zum letzten Punkt meiner Präsentation kommen, sprich die nächsten Schritte, damit Sie mir nicht den Überblick verlieren. Möchte aber hier voraussetzend noch sagen, dass diese drei Instrumentarien nicht das ganze Spektrum der Instrumente der gemeinsamen Agrarpolitik abdecken, sondern dass die wirklich herausgepickt sind, weil sie eben zum Thema der heutigen Veranstaltung spezifisch passen. Also, was passiert in der gemeinsamen Agrarpolitik zum Thema Risikomanagement? Erstens einmal haben wir es hier mit verschiedenen Arten der Risiken zu tun, nämlich Risiken, die wirklich die Produktion oder die Erzeugung beeinflussen. Hier sind zum Nennen natürlich die widrigen Witterungsbedingungen, Tierseuchen, Pflanzenseuchen, Schädlingsbefall und so weiter, aber eben auch Preisrisiken, die sich aufgrund der Nachfrageentwicklung auf globalem Niveau beziehungsweise in zunehmender Weise auch von Faktoren, die nicht rein aus der Landwirtschaft stammen, wie eben Rohölpreise und so weiter, entstehen können. Diese zwei Arten von Risiken birgen natürlich für den landwirtschaftlichen Betrieb eine Unsicherheit und auch ein Risiko für die Einkommensstabilität. Und es gibt aber mögliche Instrumente, und zwar grob gesprochen kann man vor dem Einfall des Risikofalls was machen und man kann aber auch nach dem Einfall vom Risikofall was machen. Vorwegnehmend natürlich der Beitritt zu dementsprechenden Versicherungen oder Solidaritätsfonds, aber auch präventive Innovationen, die einfach den Betrieb gegen solche möglichen Risiken resistenter machen. Und im Regelfall nach dem Eintritt vom Schadensfall ist natürlich Geld gefordert, um entsprechende Schäden wieder herzustellen. In der gemeinsamen Agrarpolitik gibt es dazu allerlei Instrumente, aber bevor würde ich gerne Ihnen erklären, was sind denn so die Rahmenbedingungen, die eine gemeinsame Agrarpolitik mit 28 verschiedenen Mitgliedstaaten und noch viel mehr verschiedenen Mitgliedsregionen einhalten muss. Da haben wir natürlich zum einen die von vorher schon angesprochene heterogene Verteilung des Risikopotenzials aufgrund der Tatsache, dass einfach geografisch gesehen Unterschiede bestehen. Dann haben wir den mehrjährigen Finanzrahmen, das ist auf 7 Jahre das EU-Budget, das von den Staats- und Regierungschefs sozusagen vorgegeben ist, und die Politikinstrumente haben sich dann unter Verhandlungen auch mit anderen Bereichen, wie eben der Innovation, wie den Fischereifonds und den Fonds für regionale Entwicklung, um nur einige zu nennen, das muss man sich dann untereinander ausmachen, und wie ich bereits vorher gesagt habe, für die gemeinsame Agrarpolitik von 2014 bis 2020 sind immerhin noch rund 38% vom EU-Budget herausgesprungen.
Dann ist es immer hier ein Spannungsfeld zwischen, wie viel brauche ich Flexibilität, das heißt, wie viel Möglichkeiten muss ein Staat oder eine Region haben, die Instrumente seinen Bedingungen anzupassen, und wie viel brauche ich aber Garantie, dass in der EU keine Wettbewerbsverzerrung von sich starten wird, weil der Sinn und Zweck einer gemeinsamen Politik ist es ja gerade, möglichst sicherzustellen, dass die Produktionsbedingungen in allen Mitgliedstaaten gleich sind. Und das ist aber das traditionelle Spannungsfeld, das sich nicht nur fürs Risikomanagement, sondern insgesamt für die zweite Säule immer gibt. Dann kommen natürlich hinzu die Bedingungen auf internationaler Ebene. Hier Stichwort Handelspolitik. Wenn man mit einer Stimme spricht in der Agrarpolitik, hat man natürlich auch Erleichterung, mit einer Stimme nach außen in der Welthandelsorganisation zu sprechen. Und all das sind Faktoren, die man einfach in der Herausarbeitung der gemeinsamen Agrarpolitik berücksichtigen muss. Welches Instrumentarium steht uns jetzt dann zur Verfügung, um mit den Unsicherheiten und spezifisch den Risiken, die ich vorher genannt hatte, umzugehen? Wenn ich breit ansetze, dann muss ich anfangen, natürlich bei den klassischen Instrumenten der Einkommenssicherung, sprich den Direktzahlungen. Dann haben wir einige Möglichkeiten, auch die natürlichen Ressourcen langfristig im Bereich der Direktzahlungen und auch verstärkt durch die Agrarklimamaßnahmen in der zweiten Säule zu sichern, was natürlich an sich auch wieder die Resistenzfähigkeit der landwirtschaftlichen Unternehmen gegenüber den Witterungsbedingungen vor allem stärken sollte. Dann haben wir die Marktinstrumente, also die Krisenbewältigungsinstrumente, die jetzt auch innerhalb der Reaktion auf das Russland-Embargo zur Sprache gekommen sind, und vor allem die Investitionen präventiv oder ex post, die ich vorher schon angesprochen hatte. Dazu kommen natürlich die Staatsbeihilfen. Wir werden sehen, und ich werde es Ihnen sagen, weil ich habe dazu keine Folie, dass einige Staaten auch das Risikomanagement an sich über Staatsbeihilfen abwickeln. Und dann haben wir alles, was man in Brüssel Risk Management Tool nennt, was ich hier aufgrund von sprachlicher Vereinfachung das spezifische Instrumentarium für Risk Management genannt habe. Hier sehen wir, was dazugehört, und zwar in der ersten Säule und in der zweiten, auf die Zeiträume 2010 bis 2014, 2015 bis 2020, also das ist die alte Programmierungsperiode, wenn Sie so möchten, und das hier die neue. Hier ist zu sagen, dass als Instrumentarium gibt es von der EU-Politik Beihilfen für Versicherungsprämien und auch für Mutualitätsfonds und dieses Mal zum ersten Mal neu das Einkommensstabilisierungsinstrument. Ansonsten ist die wichtigste Änderung, die sich bei diesem zeitlichen Übergang manifestiert, die Tatsache, dass alles, was vorher unter dem Artikel 68 war, in die zweite Säule verschoben wurde. Warum ist das so? Ich werde das öfter gefragt, warum man das gemacht hat. Die Antwort liefern verschiedene Begründungen. Zum einen aufgrund der Tatsache, dass eben das Risiko in Europa unterschiedlich verteilt ist, ist das Risikomanagement nicht für alle Staaten eine Priorität. Für manche ist es sehr wichtig, für andere hier weniger. Das heißt, es wurde hier den Mitgliedstaaten zu überlassen, zu sehen, welche Bedeutung hat es in der Verwendung der Gesamtmittel für die ländliche Entwicklung und welche Maßnahmen genau sie aktivieren möchten. Zum einen ist es auch so, dass es das Risikomanagement natürlich nicht nur bei diesen drei Instrumentarien Halt macht, sondern eben idealerweise sowohl auf regionaler, nationaler oder auf Betriebsebene strategisch gedacht wird, was brauche ich denn alles, um meine Widerstandsfähigkeit zu stärken, und dass eben das Risikomanagement im Zusammenhang mit den anderen Maßnahmen, die unter der ländlichen Entwicklung gefördert werden können, zusammenwirken sollte. Dann ist ein Anreiz auch
die Idee, dass man eben das Risikomanagement so hingegen gestaltet, dass es bei denen ankommt, die es wirklich brauchen. Das heißt, dass es nicht gratis zur Verfügung steht, sondern dass der Wert durch eine entsprechende Kofinanzierung wirklich gegeben ist. Und zum Schluss, dass es vielleicht für die Europäische Kommission als Rahmengesetzgeber wichtiger, die Möglichkeit zur Überwachung und Kontrolle. Stichwort Indikatoren. Die drei Instrumente habe ich schon gesagt, das sind die Prämien für die die Beiträge für die Versicherungsprämien, der Fonds auf Gegenseitigkeit und das Einkommensstabilisierungsinstrument. Ich sage das jetzt ganz kurz, weil ich weiß, dass danach die Referenten darauf Bezug nehmen werden. Um was handelt es sich im Detail? Also die Tier-, Pflanzen- und Ernteversicherungen, da wird ein Finanzbeitrag geben für wirtschaftliche Ausfälle, die aufgrund von widrigen Witterungsverhältnissen, Tierkrankheiten, Pflanzenkrankheiten, Schädlingsbefall und Umwelt Vorfälle stattfinden. Dies ist an Bedingungen geknüpft. Zum einen muss der Landwirt ein aktiver Landwirt im Sinne der Direktzahlungsverordnung sein. Es muss ein Verlust der jährlichen Durchschnittserzeugung von mehr als 30% vorliegen, und zwar gerechnet auf einen Dreijahreszeitraum oder auf einen Dreijahreszeitraum im Fünfjahreszeitraum unter Streichung des höchsten und des niedrigen Wertes. Ich kann das später gerne wiederholen, falls es dazu Fragen gibt. Zur Berechnung können Indizes herangezogen werden, das können biobasierte Indizes sein oder Wetterindizes. Und der Höchstförderansatz für öffentliche Beiträge, sowohl von der EU als auch national, ist 65%. Hier ist zu sagen, dass, ich sag's am Schluss, weil es ist für alle wichtig, zum Fonds auf Gegenseitigkeit, ähnlich Finanzbeträge, die an einen Fonds auf Gegenseitigkeit gehen, Entschuldigung, jetzt bin ich schon beim Einkommensstabilisierungsinstrument, der eben eine ähnliche Risikopalette abdeckt wie die Versicherungen. Und auch hier wieder die Bedingungen, unter anderem eben ein aktiver Landwirt, dann die 30%-Klausel, die Möglichkeit, Indizes zur Berechnung heranzuziehen, die Höchstfördersatz von 65%. Und hier noch wichtig zu wissen, der Mitgliedstaat hat hier eine große Aufgabe, was die genauere Gesetzgebung betrifft, nämlich er muss spezifizieren, welche Art von Fonds werden zugelassen. Er muss auch sagen, wie werden Regeln erlassen zur Verwaltung und zur Einrichtung dieser Fonds. Und vor allem, er muss ein Regelwerk zur Auszahlung der Beiträge erlassen, das nachvollziehbar ist. An was genau können Beiträge gehen? Die Beiträge können zur Erschaffung eines solchen Fonds gehen, aber degressiv mit einem Höchstdauer von 3 Jahren. Dann können Beiträge gehen auf die aktuellen Auszahlungen und es können auch Beiträge gehen an Zinsen, die für Darlehen vom Fonds aufgenommen wurden, um die Beiträge im Schadensfall an die Landwirte zu zahlen. Jetzt kommen wir hier zum neuen Instrumentarium, das ist eben dieses Einkommensstabilisierungsinstrument. Im Prinzip unterscheidet sich von Fonds auf Gegenseitigkeit nur durch die Tatsache, dass eben nicht produktionsbedingte Risiken wie Witterungsverhältnisse abgedeckt werden, sondern Einkommensrisiken, die auch durch Preisschwankungen gegeben sein können. Es dürfen keine Indizes zur Berechnung der durchschnittlichen Einkommensverlust herangezogen werden und Einkommen ist definiert als das, was der Landwirt vom Markt bezahlt bekommt, plus alle öffentlichen Beiträge, minus Abzug der Betriebskosten. Wobei auch hier zu sagen ist, dass der Mitgliedstaat innerhalb des Programms für die ländliche Entwicklung hier noch genauere Informationen zu liefern hat.
Wichtig auch, hier, auch hier greift wieder die 30, hier ist es von 30%, nicht mehr als 30% des durchschnittlichen Jahreseinkommens, und es gibt einen Höchstsatz, also der Ausgleich darf nicht mehr als 70% des Einkommensverlustes in einem gewissen Jahr ergeben. Hier ist jetzt ein Überblick, wie sieht es in Europa aus, in die jetzige Programmierung. Also sprich, hier sehen Sie, welche Mitgliedstaaten, welche von den drei Maßnahmen bisher, ich sage bisher, weil die Programme sind noch nicht angenommen, also das ist noch in der Verhandlungsphase, das ist ein vorläufiger Überblick, aktiviert haben. Sie sehen ganz deutlich, es gibt eine Konzentration im Bereich der Versicherungsprämien. Auch interessant zu sehen, die Zusammensetzung der Länder. Wir haben hauptsächlich den mediterranen Ring plus einige neue Mitgliedstaaten und Niederlande, Belgien. Das sind auch so die Länder, also wenn ich nochmal auf die alte Programmierungsperiode zurückgehe, im Artikel 68 in der Direktzahlungsverordnung, da waren schon aktiv in diesem Versicherungsbereich Frankreich, Italien, Niederlande und dazu kommen dann eben noch die Länder, die dann die Fonds auf Gegenseitigkeit und die Einkommensstabilisierung aktivieren werden. Wie Sie sehen, gerade beim letzten handelt es sich eher um Prototypen als um eine hegemone Verteilung. Aber wir sind schon gespannt, und wie das Ganze sich dann auswirkt und wie es umgesetzt wird, dazu muss die Kommission dem Parlament und dem Rat bis 31. Dezember spätestens Bericht erstatten. Ich werde jetzt aufgrund von zeitlichen Gründen die zwei anderen Instrumentarien überspringen. Ich komme also gleich, Sie müssen mir verzeihen, zur den letzten zwei Folien. Hier nochmal der Gang auf die Vogelperspektive. Wo stehen wir jetzt? Wie gesagt, die Direktzahlungen werden also in Kürze in Kraft treten, und die Entwicklung des ländlichen Raumes, da ist gerade die Genehmigung der Programme zwischen Region und Mitgliedstaat und der Kommission am Laufen. Das hier hätte ich noch gerne als Abschluss Ihnen präsentiert. Das ist so ein bisschen der Kontext, in dem wir uns jetzt zumindest von Brüsseler Perspektive aus befinden. Sie sehen also, was sind die drei großen Einflussfaktoren, die die Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik bestimmen werden. Zum einen sind es die klassischen Herausforderungen der Landwirtschaft. Es wird uns begleiten das Problem des Zuganges und der Erhaltung der natürlichen Ressourcen, aber auch der Ernährungsmittelsicherheit und des Klimawandels, aber auch die Wettbewerbsfähigkeit. Dann der politische Kontext nach der letzten Reform der gemeinsamen Agrarpolitik. Hier ist zu sagen, dass seit kurzem eine neue Kommission im Amt ist, also Kommissar Ciolos wurde von Herrn Hogan, einem Iren, abgelöst, und der hat ganz deutlich unter die Top 3 Prioritäten für sein Mandat am Anfang gesetzt, die Vereinfachung der Vorschriften. Das heißt, die Kommission wird sich jetzt dran machen, die Vorschriften zu screenen und zu bewerten. Und dann eben an sich mit der neuen Kommission kamen auch neue politische Leitlinien mit einem verstärkten Fokus auf Arbeitsplätze, Investitionen und Wachstum. Und die gemeinsame Agrarpolitik wird nicht darum herumkommen, zu sehen, wie wir auch gemeinsam zu diesen Zielsetzungen einen Beitrag leisten können. Insofern war ich die Erste. Ich gebe die Staffel jetzt weiter an die Folgenredner und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.